Die Segnungen, was immer das sein soll, die ich mir jedenfalls heute einbilde, sind nicht mehr zählbar. Ich empfinde endlich tiefe innere Freude und Glück. Ich kann nicht anders, als denen zu danken, die mir eingeredet haben, es wäre ein sogenannter Jehova, der irgendwas tut. Aber so ging es uns nicht immer. Ich wuchs in einem Drecksstall auf. Kindheit? Konntest du knicken. Ich hatte echt Schiss davor, was aus mir werden würde. Ich spürte keine Wahl zu haben. Noch als ich ganz klein war, fing ich an zu übernehmen, was ich um mich herum sah. Exotisch, oder? Schnell lernte ich, was mir half, meine Gefühle zu betäuben. Mit Drogen konnte ich allem entfliehen. Ich hatte viel Stress mit dem Gesetz. Ich musste etwas ändern. Also ging ich als junger Mann zum Militär. In meiner Teenagerzeit wurde mein Leben kompliziert. Soweit erstmal ganz normal. Ich fing aber dann an mit Drogen, Alkohol und anderen selbstzerstörerischen Dingen. Nichts davon aber machte mich glücklich. Ich war sehr einsam. Niemand kannte mich und niemand wollte mich kennenlernen. Ich fühlte mich verloren und versuchte mit vielen Dingen das große Loch in meinem Herzen zu stopfen. Aber nichts half. Dann kam ich, weil ich mit Drogen und Alkohol Auto gefahren bin, in den Knast. Der Absturz. Kann man mehr im Arsch sein? Mir war klar, es musste sich was ändern. Also ging ich zum Militär und dachte, das wäre die positive Wende. Aber Pustekuchen, nix da. Ich weiß noch, dass ich hoffte, durch den Eintritt ins Militär etwas Struktur in mein Leben zu bringen. Aber ich geriet wieder in die Spirale von Wut, Alkohol und Drogenmissbrauch. Nun, sogar das Militär warf mich dann achtkantig raus. Jetzt hatte ich überall Faschisten. Kein Wunder. Doch dann, während eines Einsatzes begegnete mir Holly. Auch sie war ja drauf und dran, sich von dort zu verpissen. Dann sind wir natürlich zusammengekommen. Da waren wir nun. Zwei Junkies, die sogar das Militär nicht mehr haben wollte. Einfach zu nichts zu gebrauchen. Ich machte dann notgedrungen so einen scheiß Job in einer Stahlfirma. In dieser Zeit wurde ich von einer Zeugin Jehovas an einer Bohrmaschine angelernt. Molly sagte, du wirst Ausfallzeiten haben an dieser Maschine. Nimm dir doch was zu lesen aus meinem Werkzeugkasten. Als ich ihn öffnete, welch krasser Zufall! Ein gelbes Buch! Die Bilder guckte ich mir zuerst an. Denn mit Lesen hatte ich es ja noch nie so. Diese schleimigen Bibeltexte am Anfang waren aber ganz einfach. Ich bildete mir ein, das wären die Antworten auf Fragen, die ich noch nie hatte. Eine andere Zeugin Jehovas kam dann auf mich zu und lochte das Ding dann ein, das Molly vorher hinterhältig vorbereitete. Sie versprachen mir, meine Fragen anhand der Bibel zu beantworten. Verloren und ahnungslos sagte ich natürlich zu. Bei mir schnappte die Falle weniger hastig zu. Ich checkte erstmal ab, ob das nicht Scientology war oder sowas. Aber dann so nach und nach wurde auch ich zahm wie ein naives Lämpchen. Ich meine, die beriefen sich ja auf die Bibel. Und die ist doch wohl ein unbestreitbares Buch des Vertrauens. Da hat es uns beide gepackt. Ja, dann ging's ab. Das volle Programm. Königreichssaal, Bibeltext, Wachturm, erwachet. Und das Ganze garniert mit herrlich wirksamer Positivität. Endlich hatten wir einen Ausweg aus dem ganzen Schlamassel. Das war mal ein Neuanfang. Faszinierend war für mich, dass man auch ohne Drogen die Realität vergessen kann. Wir vernichteten alles, was unser neuer Gott beschissen findet. Das war ein bisschen wie eine Entjungferung. Es tat weh, aber es führte keinen Weg dran vorbei. Und dann setzten wir noch einen drauf und schmissen uns ins Programm von Bethel, um von dort für den Konzern mit unsichtbarem Chef zu ackern. Hier gibt es auch alles und ich kann meinen Beruf hier für einen Hungerlohn ausführen. Aber das ist besser als Knast. Und ich racker mich an Kühlanlagen, Brunnen und so weiter ab. Große Sprünge machen wir hier nicht. Aber naja, wenigstens rollt der Rubel in Warwick. Schon beachtlich, wie uns freie Mitarbeiter einer sogenannten Religion sozusagen vom Militär abgeworben haben.
Man bot uns eine Perspektive für diese Welt an, indem man uns weismachte, dass dieses Leben sowieso wertlos war. Welch ein Widerspruch. Jetzt hoffen wir auf ein Leben im Paradies. Aber hey, das taten wir doch vorher auch schon. Schlimmer konnte es also nicht werden. Jetzt wird halt so lange Wachtum studiert, bis wir restlos alles an Potenzial in eine amerikanische Immobilien- und Aktienfirma gesteckt haben. Und wenn wir dann ausgebrannt sind und merken, dass man uns betrogen hat, dann wissen wir ja noch, wie man an Drogen kommt. Die Zwischenphase, das war wohl dann das Paradies. Aber bis es soweit ist, glauben wir, was das Zeug hält. Denn wer arbeitet, spendet und dabei noch für neue Arbeitskräfte sorgt, der hat hier immer Freunde und Familie. Ich denke, mehr kann man nicht verlangen, ohne Referenzen. Und deswegen werden wir auch niemals aussteigen. Denn das kurze Paradies in unserem Kopf soll ja so lange wie möglich halten. Scheiß doch auf die Wahrheit.